Hallo, heute zeige ich euch mal, wie ihr solch eine Handytasche selber herstellen könnt. So, dafür brauchen wir Schere, ganz wichtig, unser Krepppapier, in mehreren Sprachen steht das auch da drauf. Krepppapier, dann unser Gan, aufgerolltes Gan aus dem Krepppapier. Etwas Deko, Kleber und solche Filzmatten in dieser Größe hier. Dann Pinsel und Holzlasur, farblos. Vielleicht noch, wer es mag, einige Perlen. Und eine solche Stupfnadel, die gibt es bei Kick oder nicht. Diese gibt es bei Teddy in einem Dreier-Set. So, und das war es eigentlich auch schon. Noch ein Bleistift und Lineal. Und dann können wir schon anfangen. Nehmt euer Krepppapier und schneidet es in 3 cm breite Streifen. Roll diese jetzt mit der elektrischen Spindel auf zu einem Wollknäuel. Und schon können wir loslegen. Und zwar brauchen wir da unser Handy und arbeiten, messen das Handy erstmal aus. Das sind 7 auf 14 Zentimeter. Und arbeiten da jetzt eine Luftmaschenkette in der Länge, ja, in der Länge jetzt des Handys. Das geht relativ gut. Ich habe jetzt eine Dreier-Häkelnadel genommen. Damit kann man das fast schon wie Wolle häkeln.
So, mischen. So, passt. Und arbeiten uns jetzt mit einer festen Masche. Die Reihe mit festen Maschen. Hinüber. So, das arbeiten wir jetzt in einer Höhe 1-mal außenrum. Und bis ich das soweit fertig habe, sehen wir uns dann wieder. So, ich habe mein Quadrat jetzt fertig für die Hülle. Ihr solltet jetzt darauf achten, dass euer Handy also richtig fest umwickelt, mindestens 2 bis 3 Reihen mehr drüber gearbeitet werden. So, die ist jetzt fertig. Dann arbeiten wir jetzt die Lasche oben rüber. Und dafür drehen wir unsere Arbeit nach rechts rum und arbeiten hier nur bis zur Hälfte. Bis zur Hälfte der Arbeit. Jetzt wieder hin und her. So lange bis die Mappe, die Zunge eben für die Tasche, die Lasche eben lang genug gearbeitet ist. Dabei solltet ihr wirklich in jedes Maschenglied einstechen.
So, jetzt ist die Handyhülle fertig. Wir können da jetzt mal Maß nehmen. Und zwar lege ich das Handy jetzt so drauf, umwickel es. Und es hat hüben und drüben noch etwa einen Zentimeter, also eine Reihe. Und drüben eine Reihe Platz. Und passend tut es hier drüber jetzt hat auch. So, das passt. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar werden wir jetzt die Handyhülle mit etwas Lasur und einem Borstenpinsel einpinseln. Und zwar betupfen wir die ganze Arbeit jetzt halt nur, damit die Lasur schön in das Krepppapier einziehen kann. Das wird jetzt so lange gemacht, bis alles schön eingezogen ist und dann zum Trocknen hinlegen. Geht relativ schnell das Trocknen, weil das ist Holzlasur schnell trocknen, dauert circa eine halbe Stunde. Das wird jetzt aber auch beidseitig gemacht. Die Farbe dunkelt etwas nach, finde ich ganz schön, denn es sieht nachher aus wie echtes Leder. Und wird auch genauso weich und geschmeidig wie Leder. Nicht zu viel drauf machen von der Lasur, lieber später nochmal drüber gehen. Ich tupfe das auch immer nur so ein, damit überall was drankommt von der Lasur. So, meine Handyhülle ist jetzt soweit fertig und auch schon getrocknet. Die ist jetzt halt auch schon richtig weich. So, wir nehmen jetzt unsere Filzmatte, was wir als Inhalt drin haben wollt. Ich habe hier bei meiner roten, habe ich rot reingemacht. Bei dieser werde ich jetzt beige reinmachen. Leg die hin und oben drauf, genau Rand auf Rand, also sollte nichts mehr durchscheinen. Und mal jetzt mit einem Stift die Konturen hier nach. So. Jetzt können wir das auch ausschneiden. Und zwar gehen wir jetzt einen Zentimeter nach innen rein.
hier etwa. Und fahren jetzt einmal außen rum. So, und damit das dann nachher auch genau aussieht, werde ich das so ein bisschen gerade rücken. Und hier oben auch. Da fahre ich jetzt entlang der Linie, das kann ich dann später abschneiden. Den Rest brauchen wir nicht mehr. Und legen das jetzt auf unsere Hülle drauf. So, und jetzt lassen wir überall noch so viel Platz hier an der Seite. Und unten auch. Und können das oben nochmal korrigieren. So. Das Ganze werden wir jetzt mit der Heißklebepistole aufkleben. Und zwar suchen wir uns die schöne Seite für innen, die schöne Seite für außen. Das wird die hier, diese Seite. Ja, so rum. Weiter mit der oberste Rand hier nach außen kommt hier. So, dann kleben wir das hier drauf. So, jetzt kleben wir das Ganze hier drauf. Das machen wir jetzt ringsrum. So, und unsere Handyhülle ist soweit jetzt auch schon fertig. Jetzt werden wir mit der Nadel, mit der Stopfnadel und ein Stück braunen Faden das Ganze noch zunähen. Beginnen wir hier unten in der Mitte. Binden das zu. Und nehmen immer die oberen zwei Maschen und die unteren zwei Maschen. Und vernähen das.
So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Den Rest verarbeite ich hier noch etwas nach innen rein. So, und schneide das Ganze dann ab. So, jetzt ist unsere Handytasche oben und unten schön umnäht. Und wir können uns jetzt noch ein bisschen mit Lasur dann einpinseln. Für den Knopf brauchen wir etwas Druckerpapier. Schneide das Druckerpapier in 5 mm breite Streifen und roll das auf für den Knopf. Diese Streifen werden jetzt aufgerollt. Ich habe das jetzt mal vorbereitet schon. Das ist der Knopf, den habe ich dann mit Nagellack angepinselt, weil ich den gern in Schwarz hätte. So, jetzt muss ich mal schauen, ob das mit dem Handy hinpasst. Ob das Handy hineinpasst. So, passt hervorragend herein und die Knopfgröße machen wir uns hier ein kleines Kreuz. Das Handy raus und nehmen dann entweder hier etwas schmale, dünne Perlengarn. Da brauchen wir nicht so viel, das wird nämlich hier drüben dann eingesteckt. Fädeln die Perle auf. So, und nehmen dann die Häkelnadel wieder zur Hand mit die Häkelnadel jetzt und fahren unser Loch aufpassen, dass wir nicht den Filz unten drunter erwischen. Nehmen mit der Häkelnadel den Faden auf und ziehen ihn durch die Öse durch, wenn das jetzt gerade so klappt. Und binden sie fest. Ich meine
Messer, dass ich das richtig festziehen kann. So, jetzt kann das auch nicht mehr aufheben und schneiden das. So, der Knopf ist jetzt dran. Probieren wir das Handy nochmal einzustecken, mit dem Knopf zu verschließen. Und passt. Jetzt könnt ihr noch einen Griff dran häkeln mit Luftmaschen hier an den Seiten. Und etwas schön dekorieren. Und fertig ist die Handyhülle.